Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Session. Wir sind mit zwei Class 37s unterwegs und machen einen Frachtservice auf der North London Line, und zwar auf der Backdated, weil die von Backdated sind. Und das Szenario habe ich mal von Alan Thompson runtergeladen. Ist ganz neu, ich habe es mal ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob soweit alles läuft. Und tut es auch. Und würde sagen, die zwei Class 37s sind noch aus. Die werden wir jetzt gleich mal starten. You're currently stabled at Triple Lane West Yard. Please change the cab and start your local from cold. Before departing, set your points correctly. You will need to couple to some containers and hold them to Williston Brand Sidings. Ja, dann machen wir das doch mal. Also, wir gehen mal rein. Die andere Lok. Master Key. Einmal umlegen. Und dann starten wir die Maschine mal. Ah, der Sound ist geil. So, dann müssen wir kurz in die Bremse umstellen. Und zwar auf Good. Wir haben einen positiven Charge auf der Batterie, das ist gut. Machen wir noch kurz den Feueralarmtest. Funktioniert auch. Gut. Hier werden wir die Lichter umstellen. Das klingt nach Class 47, die da gleich kommt. Yo! Parcel Service! So, da, dann müssen wir nur noch warten, bis wir hier Saft auf der Leitung haben. Und dann kann es auch losgehen. Ein lautes Teil. Ja, ich lasse den Motor mal bewusst laut. Einfach weil es geiler Sound ist oder ein bisschen authentisch ist. Ah, und wir sollten ja noch den Weg einstellen. Wir sind da. Dann stellen wir das mal kurz ein. Das habe ich gerade im Amgespiel schon mal kurz gemacht. Wir müssen da aufs unterste. Das ist der da. Sollte passen. Gut. So, Interface machen wir wieder auf Minimal. Und jetzt sollten wir eigentlich genug Saft haben. Ah, scheiße. ABS habe ich noch gar nicht angemacht. Ich gehe nochmal kurz auf Aus. Jetzt aber! Cool! Dann würde ich sagen, Abfahrt. Und wir sehen, wir machen keine Abfahrt. Warum nicht? Weil wir noch nicht genug Saft haben. Nee, wir haben noch nicht genug Saft. Müssen wir noch ein bisschen warten. Na gut. Den Fehler hatte ich vorher schon, aber es soll eigentlich bis 80 gehen, tut es aber nicht. Es geht, glaube ich, gerade ein bisschen über 60 und dann ist gut. Also so wie das dann hier über die Bugis abfällt, haben wir genug Saft drauf. Ja, was jetzt neu ist, das Ganze ist jetzt in 4K. Ich habe mir gestern beim Mediamarkt einen 4K-Monitor geholt und installiert. Und ja, das ist jetzt mal das erste Mal, dass ich ihn so richtig ausnutze. Ah, ist schon ganz cool mit 4K. Ich meine, vorher, also der Unterschied zwischen Normal HD und 4K ist jetzt nicht so krass, finde ich. Ich meine, klar, sieht halt wunderbar aus. Aber es hat auch vorher schön ausgeschaut. Ich müsste tatsächlich nochmal Side by Side sehen. Aber das Schöne ist, er ist jetzt größer. Ist jetzt ein 27 Zoll Monitor anstatt vorher 24. Macht schon Spaß. Ich bin mal gespannt, ob das dann auf YouTube auch besser rüberkommt, wenn das jetzt da in 4K ist. Sollte auch dann für die Leute, die jetzt keinen 4K-Monitor haben, in Full HD auch ein bisschen schöner ausschauen. So, wie sieht's aus? Ah ja, jetzt können wir dann gleich losfahren. Wird man gleich mal hier released sein. Jo. Und zwischendrin, also das ist jetzt eine ganz neue Aufnahmesession. Wir haben jetzt den 11.04. heute. Eventuell kommt das Video sogar heute noch raus. Ich habe von Ember, vielleicht kennt's wer, die Tasse geholt. Also das ist die Tasse, die was den Kaffee warm hält. Die hat so ein Heizelement innen drin. Du kannst mit einer App steuern, wie warm der Kaffee sein soll. Ich zum Beispiel 58 Grad eingestellt. Die hält es auch für bis zu einer Stunde. Und wenn du es in der Charging Pod drin hast,
dann eigentlich unendlich lang. Und funktioniert echt gut. Aber ist ein bisschen zu teuer, das Teil. Kostet, glaube ich, knapp 130 Franken bei uns in der Schweiz. Ah, schön wieder mal mit der Klasse für dieselbe unterwegs sein. Ja, wir werden jetzt da vorne bei dem Güterterminal gleich ankuppeln. Ist ein recht schwerer Zug und dann fahren wir gleich in die andere Richtung wieder weiter. Auf der North London Line. Ich glaube, es ist so um die 1970 rum, wo das jetzt hier backdated ist. Ist echt schöne Strecke. Kann es euch mal da kurz zeigen. Also seht es euch mal, da ist ganz schön viel los hier. Gibt es so viel zu entdecken. Und Winter. Die Class für die 7 übrigens, die hat hier sogar Slow Speed Control. Die andere, mit der man dann weiterfahren hat, ist nicht. Werden wir auch vermutlich gar nicht brauchen. Class 313? 313, so. Bin ich hier auch schon gefahren, aber nicht im Stream. Da stehen auch schon die Kollegen. Ja, leicht verbremst. Kamera. Oh, bisschen Leno. Perfekt. Dann hätten wir es. Müssen wir jetzt eigentlich nur in die andere Richtung. So. Hier nochmal mal abrüsten. ABS aus und Lichter aus. Und gehen nochmal in den anderen Führerstand. Dafür brauche ich nochmal den großen Hut hier. So. Passt. Root Indicator an. Master Key umdrehen. Engine only. ABS an. Warum bist du jetzt wieder auf Passenger? Mann. Gut. Passt. Ich würde sagen, dann können wir losfahren. Wenn wir es auch gerade machen. Ja, gut. Ja, ist ein recht schwerer Zug. Also da haben sie jetzt ein bisschen was zu tun, die zwei. Aber wir haben noch die Tail-Lags an, sehe ich gerade. Einmal ausmachen, bitte. Sehr gut. Ah ja, obligatorisch natürlich die Fenster auf. Ich will den Motor hören. Oh, ganz gute News, ne, für die Freunde der Class 40. Da ist jetzt ein Patch rausgekommen, dass dieser Soundloop nicht mehr passiert. Jetzt kann ich die endlich mal wieder fahren in der 64-Bit-Edition. Weil ich auf alle Fälle noch mein Video damit machen. Das einzige Problem, was ich mit der noch habe, ist das Überhitzungsproblem. Du musst ja zwar diese Luftschächte aufmachen, das tue ich auch, aber das Teil tut ständig überhitzen, egal was ich mache. Weiß ich noch nicht, was da die Lösung ist. Kannst du auch gerne mal in einem Video zeigen. Also so 20 Minuten
30 Minuten kann man sie fahren und dann überhitzt es halt. Ja, bis zum ersten Halt bin ich das Szenario schon gefahren. Also wir werden jetzt eine ganze Weile lang jetzt erstmal nur 15 fahren. Bis wir dann da auf die Hauptstrecke kommen. Ist das ein bisschen schöner, wenn man hier drin das Licht anmacht? Cap Lights. Jetzt gerade ein bisschen arg hell, ne? Dann machen wir zumindest mal Instrumentenlicht. Das bringt irgendwie so gar nicht viel. Na gut, lassen wir es mal an. Jo, wie geht's euch so? Was macht ihr schön jetzt am Wochenende? Schreibt es bereit in die Kommentare. Und was hältst ihr generell so von der Class 37? Also, das ist einer meiner Lieblingsloks neben der Class 40. Das ist eine Class 25 da? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, generell die North London Line, also die Backdated Variante, kann ich wirklich nur empfehlen. Da gibt es so tolle Szenarien dafür. Und ich weiß nicht, in der BR Blue Era rumzufahren, finde ich irgendwie schön. Vor allem, wenn man dann hier so Haltestellen anfahren kann, die es halt so in der Form gar nicht mehr gibt oder komplett abgerissen sind. Wie zum Beispiel. Oh. Irgendwo fährt ein Zug. Ach, da. Können wir da vielleicht mal ein bisschen. Warte mal, Track View. Aber, ah ja, das ist ein bisschen Cinematic. Sieht auch so, als wenn die Class da links von uns neben der 47 abfahrbereit ist. Läuft zumindest. Irgendwann mal bin ich mal in echt zu einer Class 37 drin. Mitfahren wäre dann mal geil. Diesel-Bashing. Ich schau mal auf YouTube jetzt ein paar Videos von der North Somerset Railway an. Die sind da echt fleißig mit YouTube-Videos. Und die veranstalten demnächst so Diesel-Bashing. Mit allen möglichen unterschiedlichen Loks. Es wäre ja irgendwie auch geil, wenn da jetzt das Problem mit der Einreise wäre. Ich brauche übrigens noch Feedback von euch, wie es mit den Kameras ist. Ob ihr es lieber wollt, dass man eigentlich nur im Cap drin ist, ein bisschen Cinematic. Oder schon auch immer wieder mal so außen rum, das Land gucken, also so ein Mix von allem. Was ich mir auch mal überlegt habe, sofern ihr das mal wollt, ist wirklich eine komplett unkommentierte Fahrt. Einfach nur maximaler Motorsound und hier drin. Bin mal gespannt, wie es jetzt gleich mit dem ersten Halt ist, weil beim ersten Try habe ich mich da dezent verbremst. Ich habe das Gewicht etwas unterschätzt. Vorne geht es jetzt dann gleich links auf die Mainline und dann dürfen wir auch wieder Gas geben. Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht auch streamen, wenn wir mal sehen, ist, ob ich generell Eisenbahnspiele ein bisschen aufnehme. Also zum Beispiel auch Transport FIFA 2 spiele ich total gern, mit massig Mods mit drin. Und das würde ich gern mal streamen, also streamen, aufnehmen.
Da können wir vielleicht mal irgendwie so ein Netzwerk mal nachbauen. Ich bin auch so ein bisschen so Detailfreak. Ich tue da gerne ein bisschen auf Schwimmbau machen. Zwar nicht komplett, so wie die ganzen Profis, wie Hans Dampf beispielsweise. Aber sollte schon schön aussehen. Und nicht komplett unrealistische Sachen machen und so. Da hätte ich noch Interesse dran, das zu tun. Ist die Frage, ob ihr das auch wollt, schreibt es mal gern. Und was ich auch ab und zu mal spiele, hat aber null mit Eisenbahn zu tun, das ist der Microsoft Flight Simulator. Da ein bisschen auf hobbymäßig rumfliegen. Und Anno 1800, aber Anno 1800 das ist extrem langwierig. Das weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich das ein bisschen als mein Rückzugsspiel, was ich mir für mich allein zocke. Ganze fahre ich natürlich wieder mit dem Rage Driver. Also am angenehmsten mit dem. Ich freue mich ja, wenn ich dann endlich mal die HSD-Controller kriege. Das wäre der Wahnsinn. Da gibt es dann auch eine Cam damit. Ist denn. Ah, da kommt eine Class 47. Ja, da war er schnell unterwegs da. Vermutlich Öl. Und irgendwas Elektrisches. Ist hier gerade am Wegfahren. Ich höre es zumindest. Und wieder langsamer werden. Ist das hinter uns? Nö. Irgendwo vor uns. Ach da! London Underground. Oh, das könnte man nicht anbefahren. Die London Underground Linie. Das ist noch spannend zu fahren. Was ist eigentlich euch so die Lieblingsroute, was ihr so am liebsten fährt? Schreibt das mal gerne auch in die Kommentare. Ich würde euch auch gerne wissen. Und ja, ich glaube, ich werde, also wenn die Aufnahme jetzt funktioniert und ich bin dann happy mit dem, glaube ich, werde ich auch mal so ein YouTube-Forecast-Stream probieren. Schauen wir mal, wie das ist. Ja, die ganze Fahrt dauert übrigens so knapp eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Gut, jetzt wenn ihr auf YouTube dann das ansieht, seht ihr, wie lang es dann schlussendlich dauert hat. Und fehlt da was? Hier. Nö, ne, sieht nur so aus. Sonst kann man auch Gas geben. Stock, glaube ich. Auf alle Fälle die Stock. Da fehlt was in der Mitte. Oh, tut mir leid. Ich gehe jetzt mal davon aus, die fahren einfach hintereinander. Dienstags habe ich sowieso Probleme. Bei den B-Screens, die kriege ich de facto nicht wirklich zum Laufen. Keine Ahnung wieso. Ich habe nochmal mitgekriegt, da gibt es irgendwie unterschiedliche Versionen von denen. Muss ich mich nochmal hinsetzen, das mal genau zu fixen. Anhalten.
Ah, das ist die von der Underground-Strecke da links. Ach, da kommt sie eh daher. Boah, der sah diesmal alt. Hier steht Liebe. So, kann man bis diesmal schaffen, ohne zu verbremsen. Stärke. Ich habe ein bisschen Schiss. Der Zug ist halt einfach echt schwer. Deswegen ist halt echt nochmal enorm so. Ich weiß gar nicht, warum wir da anhalten müssen. Wir dürften ja eigentlich fahren. Aber ja, wenn er will, dass wir hier anhalten, dann tun wir das. Bis zum Signal. Wir bremsen rein. Jetzt sind wir langsam, der stehen bleibt. Das ist jetzt ein längerer Halt hier. Also bis dahin habe ich gespielt und hier habe ich mich verbremst, bin dann irgendwo vorne dann stehen blieben. Weiter geht's. So. Die 15er Beschränkung steht da gar nicht. Oder war da vorne noch mal was? Ah, da hinten könnte es vielleicht gestanden sein. Dann kann ich mir einfach die ganze Zeit anhören. Das ist aber nicht so sauber da. Aber gut. Community Map, da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Erstmal ein Käffchen, ne? Ah. Also ohne Kaffee fahre ich gar keinen Zug. Das ist essentiell. Aber ich hoffe, wir sind jetzt nicht schon zu spät unterwegs.
120. Also wahnsinnig schnell, glaube ich, werden wir hier nicht werden. Ach, schau an. Ein Intercity. Plattform 3. Forest Gate. Naja, schon schön. Die zwei. Es gibt kein besseres Soundmodell als wie das von Armstrong Powerhouse. Oh, jetzt darf ich tatsächlich Gas geben. Dann machen wir das. So, nach vorne ist auch nicht vergessen, aber schaut gut aus. Hätte gedacht, jetzt ein bisschen mehr Verkehr, nachdem das so ein Nahverkehrsbereich hier alles ist. Aber kann man ganz gut vorstellen, dass das mit der grünen Welle nicht so lange andauern wird. Vielleicht ist sicher auch ein geiler Spot so für Trainspotter. Bitte schön runterfotografieren. Nur mit den Oberleitungen ist dann ein bisschen doof. Sind gar nicht da gestanden. Gut, dass ich da nochmal geschaut habe. Boah, für einen Moment dachte ich gerade, wir rasen dem jetzt gerade hinten rein. Aus irgendeinem Szenariofehler. Alter Jolly. Servus. Ja, Wahnsinn. Wieder spannend hier. Jetzt war ich nervös. Nächstes Mal Hackney Wick.
Plattform 1. Mit Atem wird aber den 20 Stundenkilometern. Ah, interessant, dass sie da so in der Schleife da so reinfahren. Ah, scheint wohl echt ein kleines Kreuz zu sein. Also da hinten, da. Ah, aber hier haben wir Third Rail. Komplett durchgemischt, ne? Underground, Strecke, Oberleitung und Third Rail hier. Also ich persönlich finde Third Rail sowieso viel schöner als die Oberleitung. Also sieht man einfach ein bisschen mehr. Da hast du die blöde Oberleitung nicht im Bild. Class 101, glaube ich. Klingt wie ein Föhn. Ja, und das war's mit der Oberleitung hier. Ja, ich glaube, das nächste Video mal mit der Class 40, einfach nur zu demonstrieren. Und vor allem, wie das jetzt mit dem Sound jetzt ist. Also der Abschnitt jetzt kommt mir bekannt vor. Das sieht nice aus. Ich glaube, das sind wir schon mal mit dem Testtrain hier entlang gefahren. So, gehen wir wieder nach drinnen. Deutsch, das hätte ich gern wieder. So wissen wir, was wir machen müssen. Schneller Nahverkehr ist schon ein bisschen was anderes. Ja, moin Kollege. Aber scheint schon so, dass da damals güterverkehrmäßig noch viel los war da. Im Nahverkehrsbereich. Hätte ich mir jetzt sparen können. Man hier wieder stehen bleiben da vorne. Der Zug wird einfach nicht langsamer. Genau deswegen habe ich mich das erste Mal verbremst. Ja, und schon geht's wieder weiter. Ey, wo kommt denn der wieder her? Ach, wie cool!
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Class genau heißt. Aber die sind auch cool zum Fahren. Aber so wie das Signal jetzt gegangen ist, gehen wir davon aus, dass wir hier einen Regio-Service irgendwie hinterherfahren. Ja, ich weiß, die heißen dann jetzt Regio-Service. Aber das Äquivalent dazu. Und? Gelb. Dürfen wir ein bisschen fahren. Halb. Ist das hier rot für uns? Ohne Vorwarnung? Ist jetzt ein Fehler? Du müsstest doch jetzt eigentlich gelb sein, oder nicht? Okay. Jetzt soll mal einer verstehen hier, ey. Wenn ich jetzt langsam genug fahre, aber bei der steht davor. Da sollte ich vielleicht schon mal ein bisschen reinbremsen. Vielleicht ein bisschen mehr. Nee. Also im Vergleich zur BCB ist das ABS ja schon echt simpel, ne? Ich muss jetzt nochmal schaffen. Da muss ich stehen bleiben. Bremsen wir lieber ein bisschen rein. Grün. Aber nachdem wir, wie vorher schon gesehen haben, das nächste Signal gleich mal rot sein kann, also wir grünen, müssen wir mal vorsichtig hier fahren. Wobei, ist das für uns das Signal da hinten? Ist der da vor uns dann noch links rein? Kann das sein? Signal ist nicht für uns. Das ist für die Strecke da rechts. Und unser Signal sehe ich nicht. Aber sieht gut aus. Gehen wir mal Gas hier. Ah, ich habe letztens ein cooles Video gesehen von Colonel Failer. Vielleicht kennt ihr den. Schaue ich ab und zu bei seinen Videos an. Und ich weiß nicht, ob er das bewusst macht, aber er schätzt sich ziemlich oft ziemlich dämlich an. Da ist er letztens die neue Strecke von Transient World 2 gefahren, mit der FP7. Und hat dann alle möglichen Blödsinn gemacht, also abgesehen von Motor einmal abwürgen lassen, bis hin zu, ist er zu einer Art Kreuzung hinkommen, hat ein rotes Signal gehabt, ist er stehen geblieben. Und hat einen anderen Zug abwarten müssen und er, die Vollnase, steigt halt aus dem Zug aus, geht zu dem anderen Zug, in der er gerade vorbeifährt, und koppelt dem seine Wagen ab. Und die bleiben natürlich so stehen, dass er nicht weiterkommt, die Nase. Und
was er auch gemacht hat bei der, ich glaube das war die Arosa Line, was hier auch rausgekommen ist, ist er erstmal viel zu schnell nach oben gefahren, bis er halt entgleist ist. Und dann hat er eine Class 25 und eine 101 auf die Strecke gebracht, was natürlich von der Spur her eigentlich überhaupt nicht passt. Und ich glaube, das ist jetzt der Service, den wir hinterher gefahren sind. Und mit dem raufkommen, was total dämlich war. Und dann war seine Idee, dass er kurz vor der ersten Station anhält, die Class 101 anschubst und sich dann reinsetzt und schaut, was passiert. Das hat dann so semi funktioniert. Er ist dann halt nur mit der Class 101 gefahren und hat sich dann in Leerlauf die Berg runtergeschossen. Was natürlich auch in der Entgleisung geendet ist. Nice. Würde ich doof nur sehen. Wie sieht's eigentlich aus? Kann man da ein bisschen Trackview machen? Schaut schon so aus, dass wir jetzt hier ganz gut durchkommen hier. Sagte er und dann kam das gelbe Signal, also nach dem Motto, nicht mehr. Ach man, das war ja viel zu schön gewesen. So, haben wir jetzt aber stärker bremsen. Also das könnte jetzt eng werden. Service. Schaut euch schon an, wie die Lok bremst. Das sieht aber gut aus. Da hätte man sogar ein bisschen Zeit lassen können. Ach so, jetzt fahren wir wieder auf die Spur links. Zur Umgebung da ein bisschen. Da haben wir garantiert warten müssen, bis der eine Service von hinten. Na, oder auch nicht. Wir dürfen vor dem rausfahren, so wie es aussieht. Also nicht vor dem, sondern dem, was wir zuerst hinterher gefahren sind. Hat man den gerade sehen, wie er kommt? Ist er zu uns? Sieht nicht so aus. Dürfte man da echt mit 40 reinfahren? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, niemals. Backspeed 30, 40. Hier nochmal, ja. Ah, das kann mir noch keiner erzählen, wie witzig ist. Also 20, so wie jetzt vielleicht. Ich glaube, es ist ganz angemessen. Oh, was macht denn das Signal davon? Grün. Ja, was mich auch noch interessieren wird, schaut es hier eigentlich in Full HD, die Testkarte da, oder echt in 4K? Wenn ja, wieso in 4K?
Bin schon gespannt, wie lange das zum Rendern braucht. Ja, dann das erste Mal da so, dass ich 4K mache. Außer die 360 Videos, das sind ja 5K, wenn man so will. Die haben zumindest vorher ewig braucht. Mal schauen, bis jetzt mit dem ist. Also ganz cool bei dem Video von dem Diesel-Bashing, wo sie den Livestream gemacht haben, da sind sie auch durch die Class 40 innen mal durchgegangen und der Typ, der sie fährt, zeigt halt erst so den Engine Room und den Boiler und so weiter und zwischen den Engine Room und dem Boiler Room, also die hat ja wirklich so einen Dampfboiler drin für die Dampfheizung, also ein paar haben das noch, die speziellen hat es ja gehabt. Und da hat er eine Kochplatte gehabt für Tee. Und er sagt so, zuerst, also der Tee ist ganz wichtig, dass wir zuerst Tee trinken und bevor der nicht trinken ist, wird die Lokwelt betätigt. Das war so herzig. Da finde ich schon cool, dass da die alten Loks wirklich so Heizfelder drin haben, wo du halt einfach deinen Tee machen kannst. Manche haben es auch hier vorne gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die. Ach da! Da haben wir sie ja! Hier hinten! Einmal Tee machen! Dann werden wir wieder bremsen, das sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Ich muss jetzt ein bisschen übersehen mit den 15 da. Tut mir leid! Was braucht sie in den modernen Loks auch? Irgendwie so ein Tieffeld, also so Kochfeld halt. Darf man nur nicht vergessen, sein Wasser mitzubringen, ne? Engländer und ihr Tee. Wieder in Intercity. Moin Moin. /75. Garantiert nicht für lang. Weil mit dem Gewicht werden wir das sowieso nicht schaffen. Wow, das Headlight bringt einfach so überhaupt null. Ja, nicht Problem und Train Simulator. Ist ja nichts Neues. Könnten wir aber langsam mal Gas geben hier. Über 2000. Ah, die sind schon kräftig.
mal ein bisschen Cinematics. Außer kommt da vorne dann gleich eine Anzeige. Was? Warum werden wir langsamer? Warum haben wir jetzt in Reverse? Was zum Teufel? Schon länger nicht mehr genutzt haben. S-Siding. Oh, da geht schon mal vom Gas runter. Ah, oh, das ist wieder die Underground. Mit dem Depot. Kann man hier schon mal bremsen. Was los hier? Streckenmäßig. Ja, I know. Ich darf aber weiterfahren. So ausrollen lassen auf die 15. Ich muss wieder selber stellen da vorne. Nee, das sind automatische Weichen. Wissen Sie, was ich jetzt so sehe?
gerade auch mal kurz kontrollieren. Show Task. Aber scheint richtig eingestellt zu sein. Ah, ist ein wenig bewachsende. Ja, das ist wirklich richtig. Ja. Hier zeigt das irgendwie nicht an. Wird schon passen. Jetzt noch wahnsinnig viel los hier. Ach, scheiße, wir sind auf dem falschen Gleis. Fuck. Gut, da können wir jetzt gerade nochmal bremsen. Können wir jetzt nochmal rückwärts rausfahren. Hoffentlich lässt er mich das tun. Ah. Gut, bitte einmal rückwärts. Danke. Mich jetzt aber da nicht mehr rausfahren lassen, ne? Probieren wir es mal. Ich würde gerne noch. Aber bei, doch, dann Schießsignal an. Also er lässt uns rausfahren. Gut, wir müssen aber. Warte mal, machen wir kurz Freecam da. Wir müssen eigentlich nur bis zu der Weichen da kommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unschön. Ah, London Underground. Die machen einen geilen Motorsound. Aber Diesel ist besser. Bisschen fühle ich mich auch wie Colonel Failer. Aber ist ja nicht der erste Fail, den ich da so hatte. Es clasht jetzt hinter mir nicht irgendwo. Das hätte er mir ja auch mal sagen können, dass ich hier da selber einstellen darf, wo ich hin muss. Ah, ich hab's mir fast ja schon gedacht. So. Komm mal, ein bisschen noch. Wo ist er, der Kasten? Da. So, mit reinem Führerstand. Vorwärts bitte. Danke. Bremsen lösen. Oder er hätte den Szenario-Marker halt vielleicht aufs Äußerste machen können. Naja. Ich hatte mich ja schon gewundert, warum es unten nicht anzeigt. Das ist ein Brand Siding Elf. Dieselstereo. Was?
Was ich mich eigentlich schon länger frage, für was sind diese hellen Markierungen bei den Rädern? Was kontrollierst du damit? Was haben wir da? Royal Mail. Eine alte Variante davon. So, dann haben wir es gleich mal geschafft. Tja, und wie immer, gilt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr zukünftig mit dabei sein wollt. Und ja, immer gerne euer Feedback in den Kommentaren rein. Da wir hier noch stehen und den Worst ist. Nette kleine Fahrt. So. Dann bleiben wir jetzt hier mal stehen. Wunderbar. Ja, hat mich gefreut. War ein schönes Szenario. Hätte ein bisschen mehr Traffic sein können. Und ein bisschen hier mehr, ein bisschen mehr so los. Aber ansonsten hat mir gefallen, mal wieder mit der Class für die 7 unterwegs zu sein. Und ja, mal schauen, was wir als nächstes machen. Und eher vielleicht mal eine Dampflok. Eigentlich haben wir immer was. Also, bis denn dann. Ich wünsche euch was. Und wenn ihr es gerade heute anschaut, am Sonntag, dann einen schönen Sonntag. Bis denn dann.